Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Samstag, Tag der Hochzeit. Ich bin unendlich müde. Der Lias ist nämlich um 4.30 Uhr aufgewacht. Um 5 Uhr wollte er dann, ja, war komplett wach. Und um kurz nach 5 war er dann bei uns im Bett. Kurz darauf ist er aber auch schon runtergegangen. Und eigentlich sind wir so seit 4.30 Uhr wach. Das merke ich jetzt langsam. Wir haben mittlerweile 8:15. Bis jetzt habe ich noch nicht wirklich viel gemacht. Das ist nicht so gut. Deswegen, ich starte jetzt. Wir haben aber gefrühstückt. Das habe ich euch, glaube ich, kurz gezeigt. Eier-Sandwiches. Ich bin aber, bevor ich frühstücken gegangen bin, erstmal in die Dusche und habe meine Haare gewaschen. Habe mir dann eine Kur reingemacht. Ich habe die hier benutzt von Meredami, die Avo in Love Mask. Die ist nämlich so, dass man die Haare wäscht und wenn man die Haare gewaschen hat, dann macht man die Maske rein und tut sie einwirken lassen. Und dann habe ich die hier mit diesen zwei Spangen so, habe ich mir so einen hohen Duft gemacht und dann bin ich in die Dusche, habe mich geduscht, rasiert, gepeelt, gemacht, getan. Und als ich dann wieder aus der Dusche draußen war, dann habe ich meine Haare ausgewaschen. Also die Maske konnte schön lange einziehen. Genau. Armes Nass. Ja, ich habe mich jetzt fleißig auch schon eingecremt, damit meine Haut heute wirklich viel Feuchtigkeit hat. Jetzt werde ich meine Haare kopfüber föhnen, damit ich schön viel Volumen habe. Und dann werde ich mir meine Locken machen. Das ist der Plan. Und dann werde ich auch anfangen, mich zu schminken. Und währenddessen werde ich mal entscheiden, ob ich meine Wimpern so lasse oder ob ich mir ein paar Stück wegmache, weil ich das schon, ich finde es so, ich finde es schon sehr extrem, aber wenn man halt wirklich so ein Full-Face-Make-up hat und so gemachte Haare, dann sieht es halt nochmal anders aus. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, ob ich das feiere oder ob ich ein paar Stück wegmachen werde. Ich weiß es nicht. Ja, meine Mutter und meine Schwester sind drüben auch schon so ein bisschen am Richten, am Fertigmachen. Die Jungs sind unten am Rumtouren, beziehungsweise teilweise drüben, teilweise draußen. Haben jetzt alle gefrühstückt und jetzt ja, werde ich mich anfangen, fertig zu machen. Ich habe vor, mich jetzt die nächsten 3 Stunden sozusagen fertig zu machen. Also wir haben jetzt irgendwas zwischen 9:15 und 9:30. Und jetzt habe ich 2,5 Stunden Zeit, um meine Haare zu machen, um mein Make-up zu machen, um so komplett fertig zu sein. Und ich will noch die Sachen für die Jungs packen. Genau. Also alles, was mit muss für die Kids. Schaut mal hier. Ich hatte da einfach so einen gelben, wirklich gelben großen Pickel. Den musste ich wegmachen, das ging gar nicht. Der ist natürlich noch jetzt total roh. Ich hatte noch nie einen Pickel am Arm, also richtig komisch. Außer so Hitzepickelchen, die man mal kennt, gell? Ja, werde ich Make-up drauf schmieren, wenn es bis später nicht abgeklungen ist mit der Röte. Genau. So, ich leg mal los. Überraschung! Wow! Oh mein Gott, die Blumen werden echt wahrscheinlich. Nee, die mache ich auch jetzt wieder ab. Und wie sind die befestigt? Ich habe es jetzt erstmal nur draufgelegt. So, 10.04 Uhr. Meine Haare sind mittlerweile trocken. Ich werde sie jetzt locken. Ja, ihr habt es gesehen. Ich hoffe zumindest, dass meine Schwester richtig rum gefilmt hat. Ich gehe davon aus. Ja, sie hat uns gerade überrascht, weil ich habe ja gesagt so, ach, ich möchte jetzt nicht irgendwie großartig Geld ausgeben für das Hochzeitsauto, dass da irgendwie ein besonderes Auto gemietet wird oder dass es besonders dekoriert wird, weil ich denke mir halt so, wir fahren hier wirklich 2 Minuten zur Kirche und dann fahren wir 5 Minuten zur Location, noch nicht mal, beziehungsweise kurz davor ist noch die Shooting-Station. Und ich habe mir halt gedacht so, ach Quatsch, das Geld ist so, also das ist wirklich sowas, wo ich sage so, ne, das muss halt eben nicht sein. Aber es sieht natürlich schön aus. Und ja, sie hat uns jetzt auf jeden Fall überrascht. Wir werden ja mit ihrem Auto unterwegs sein. Sie wird ja unsere Fahrerin. Genau, sieht so schön aus. Das Geniale ist, ihr habt es ja gesehen, dieser das Gesteck auf dem Auto ist genau das gleiche wie auch in der Kirche. Also es passt so schön zusammen. Da hat sie sich mit den Blumen
Laden ja in Verbindung gesetzt, dass die so das Gleiche irgendwie zaubern, halt nur fürs Auto. Das ist auch total genial gemacht, weil das muss nicht irgendwie am Auto festgemacht werden mit Bändern oder sowas, sondern da ist wie so ein Saugnapf unten dran und das hält bis zu 80 km/h aus. Mehr fahren wir hier auch nicht, also das wird sogar weitaus weniger sein. Sieht echt richtig, richtig schön aus, also ach, ja, mega genial. Da habe ich mich sehr gefreut gerade drüber. Aber als sie gerade gesagt haben, kommt mal raus, wir wollen euch was zeigen, dachte ich so, jetzt ist irgendwie ein Überraschungsgast oder sowas da. Darauf stehe ich ja gar nicht, gell? Ich mag das. Also kommt drauf an, in welcher Situation. Wenn es jetzt irgendwie eine kleine Feier ist, zu Hause, Geburtstag oder sowas, dann ist es nochmal was anderes. Aber auf der Hochzeit, wo halt so alles durchgeplant ist, wegen Sitzplätzen und so weiter und so fort, das ist dann immer nochmal sowas anderes. Da dachte ich echt so, oh Gott. Aber als ich das gesehen habe, war ich so voll erleichtert und habe mich dann auch gefreut, weil es einfach so, so, so wunderschön ausschaut. Ja, mega Überraschung. Ja, ich werde jetzt meine Haare locken. Ich hoffe, dass ich in einer halben Stunde ungefähr fertig bin, dass ich dann direkt mit dem Make-up anfangen kann. Ich hatte nämlich geplant, dass ich um 10 Uhr, also jetzt, eigentlich schon mit Haare fertig wäre. Also ich bin so ein klitzekleines bisschen in Zeitverzug, aber noch nicht unter Zeitdruck. Ich habe noch genug Zeit, weil ich habe wirklich genug eingeplant einfach. Ja, ich leg mal los. So, mittlerweile sind die Haare gelockt. Ich habe die jetzt ein bisschen nach hinten gesteckt und ihr seht schon, ganz anders als das letzte Mal. Ich habe das letzte Mal richtig große Locken und jetzt habe ich die auch zwar gelockt, aber dann so ein bisschen lang gezogen, dass die eben so ein bisschen lockerer, fluffiger fallen sozusagen und damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Jetzt habe ich hier gerade mal mein ganzes Make-up rausgesucht. Also das sind die Sachen, die ich heute benutzen werde. Eigentlich meine All-Time-Favorites seit vielen, vielen Jahren, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Genau, beim Concealer bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich den Tarte Shape Tape nehme oder hier den Camouflage von Catrice. Aber ansonsten sind es so die Sachen, die ihr auch schon kennt. Ich werde hier mit den drei Huda-Paletten arbeiten und mein heutiger Duft wird mein Lieblingsparfum sein. Oder ja, jetzt abgesehen von dem von Nivea, ich habe hier die Flasche sogar mal gravieren lassen, von Lancôme, das La Vie est Belle. Ich glaube, das ist mit Abstand mein meist aufgebrauchtes Parfum. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen ich davon schon leer gemacht habe. Und das kommt heute zum Einsatz. Genau, ja. Ich verpasse mir mal mein Braut-Make-up. So, bevor ich vergesse, hier zu vloggen, das ist das Endergebnis. Tada! Tada! Genau, also, oh mein Gott, wir schmelzen hier weg. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben. 35 oder sowas, gell? Mhm. Es ist brutal heiß. Okay. Wir haben auch überall Ventilatoren. Ich habe das Gefühl, es bringt überhaupt gar nichts. Also, ja, wir haben jetzt schon ein paar Fotos und Aufnahmen gemacht während dem Getting Ready. Und ich kann gar nicht sagen, ich kann gar nicht reden. Ich bin einfach nur also, ich kann nicht mehr. Ja, die sind gerade bei den Männern drüben nämlich. Machen die gerade die Aufnahmen und dann sind wir nochmal dran. Weiter geht's. Komm, ich komme nochmal näher an deinen Namen. Dein Name. Ich kann nicht mehr. Wir fahren jetzt Shooting machen und dann ab zur Location. Es ist brutal heiß. Ich fühle mich, als ob ich 80 Schals an hätte. Meine Haare sahen auch mal besser aus. Sehr gut. Genau, schaust du weg und dann zu mir. Guckt euch an. Guckt weg beide. Guckt weg beide. Auf drei schaut euch an. Guckt weg. 3, 2, 1. Jetzt schaut euch an.
bist du denn? Das war gut. Wer bist du denn? Ganz, ganz kurz. Wir haben noch lange, lange gefeiert. Irgendwann dann auch zusammengepackt, zusammengeräumt. Ich werde euch die nächsten Tage alles ganz genau berichten und erzählen und machen und tun. Aber jetzt, meine Stimme ist auch ciao. Ich war gerade duschen, mein Mann ist gerade duschen. Wir haben hier auch die ganzen Sachen. Schaut mal. Hier liegt, ach Moment, schaut mal, hier liegt wirklich alles rum noch. Viele Blumen haben wir mitgenommen. Ich habe jetzt die gerade mal in die Vase gestellt. Meinen Brautstrauß, den möchte ich ja trocknen lassen. Hier steht noch jede Menge Zeugs rum. Ist wirklich alles voll. Und es ist noch nicht mehr... Ach, da hinten geht es noch weiter um die Ecke. Und es steht auch noch einiges bei meiner Schwester drüben. Also hier muss ich morgen erstmal klar Schiff machen. Genau, die meine Tante... Der Dietmar, meine Mama, die schlafen hier drüben und wir wollen morgen dann zusammen alle brunchen, also einfach frühstücken, in den Tag starten. Wir haben jetzt auch bei der Location eigentlich alles mitgenommen. Das Einzige, was noch dort geblieben ist, ist die Torte. Da ist ein Stockwerk übrig geblieben. Das können wir morgen zwischen 1 und 2 abholen. Und das war's dann. Haben wir alles weg. Oh, Leute, es war so... Ein schöner Tag. Brutal stressig. Es ist auch einiges schiefgelaufen tatsächlich. Ich werde das alles noch ganz genau berichten. Aber alles in allem war es ein echt richtig, richtig schöner Tag. Also ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Highlights, die so voll in meinen Kopf eingebrannt sind. Aber wie gesagt, ich werde darüber in separaten Videos ganz genau erzählen und berichten. Jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich endlich duschen konnte. Ich muss meine Haare auf jeden Fall morgen früh waschen. Ich bin durchgeschwitzt, Leute. Also, das war nicht mehr feierlich, wirklich. Meine Haare, meine Extensions waren eigentlich schon, also wirklich die unteren Reihen, komplett nass, wie wenn ich duschen gewesen wäre. Also, Katastrophe. Ja. Deswegen, ich wollte mich jetzt eigentlich nur mal verabschieden. Ich melde mich morgen oder die Tage wieder. Und dann werde ich euch mal ganz genau alles berichten, erzählen. Der Fotograf, Videograf hat auch gesagt, er gibt sich Mühe, schnell mit unseren ganzen Sachen fertig zu werden, mit den ganzen Aufnahmen, mit den Bearbeitungen und so weiter. Also hoffe ich, dass ich euch ganz schnell dann auch mal Eindrücke zeigen kann. Also gerade was das Foto- und Videoteam angeht, muss ich sagen, 100 Punkte. Also da gab es gar nichts auszusetzen. Von Anfang bis Ende waren die on point. Die haben die krassesten Aufnahmen gemacht. Ich habe ja immer wieder dann Bilder gezeigt bekommen. Und das ist echt, also die haben eine krasse Arbeit gemacht. Also mit denen bin ich wirklich zu 1 Million% zufrieden. Aber ich werde euch, wie gesagt, alles genau berichten. Ich verabschiede mich jetzt. Wir haben jetzt aktuell gerade 2 Uhr morgens. Es ist tatsächlich nicht auch, es ist nicht so lange gegangen, weil ich habe ja schon erzählt, wir haben viele Leute mit kleinen Kindern da gehabt. Lias und Samu haben jetzt auch gerade in der Location geschlafen gehabt. Lias um einiges später, aber der Samu ist irgendwann dann auch eingeschlafen. Das hat auch alles geklappt mit in dem Raum, dass er geschlafen hat und so weiter. Genau, Gott sei Dank. Ja. Genau, ihr Lieben, ich melde mich einfach und wollte jetzt eigentlich nur mal gute Nacht sagen. Ich bin ein Happy Girl, Happy Bride und dann melde ich mich morgen wieder bei euch. Also macht's gut. Ciao, ciao.